Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute bin ich, wie ihr seht, am Pragser Wildsee. Und wenn ihr dran bleibt, dann nehme ich euch mit. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, könnt ihr einfach unten auf Abonnieren klicken. Glocke nicht vergessen, sonst werdet ihr nicht benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, ansonsten lasst uns gehen. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht, ich liege wieder im Auto. Ich bin in Südtirol. Ja, jetzt mache ich mich erstmal fertig. Angezogen bin ich schon. Mach mir noch einen kleinen Kaffee und dann geht's los. Jetzt war ich hier im Dorfladen einkaufen. Die hatten kein Brot, jetzt muss ich Brötchen holen. Ich hoffe, dass die frisch bleiben bis morgen früh. Und das Allerschärfste, ich habe natürlich keinen Kaffee eingepackt, weil ich habe einfach nur Klamotten eingepackt. Alles andere habe ich immer drin. Und es gibt ja überall auf der Welt Supermärkte. Und ja, in diesem kleinen Dorfkonsum hier gibt es keinen Kaffee, der aus Bohnen besteht, sondern nur gemahlenen. Jetzt habe ich mir hier mal so eine Sorte probiert. Jetzt muss ich bloß überlegen, wo ich den einfülle, dass der das Aroma nicht entweicht. Aber kriegen wir alles hin. So, jetzt geht weiter an den Pragser Wildsee. Ich freue mich schon richtig. Mal, so sieht meine Straße aus. Gott. Brauche also für 69 Kilometer 1,5 Stunden. Ist das nicht ein Panorama? Bevor ich in die Wolke fahre, zeige ich euch nochmal das Panorama hier. Hier steht Werner. Wir sind jetzt ungefähr 30 Kilometer bergauf gefahren, immer Serpentinen. Und hier geht es jetzt gleich weiter. Und es ist so, so schön. Hier ist sogar ein Hotel. Ich bin hier übrigens auf 2100 Metern Höhe. Und hier ist ein wunderbarer Stellplatz. Wenn ihr meinen Post seht oder besser gesagt meinen Blogbeitrag, verlinke ich ihn euch. Dann könnt ihr hier mit diesem atemberaubenden Panorama euch auch mal eine Nacht gönnen. Herzlich willkommen am Lago di Landro. Schaut euch doch mal die Farbe an. Ist das nicht krass? Wisst ihr, wie das nach Holz duftet? Lecker! Ich bin übrigens auf dem Weg zum Pragser Wildsee. Da seht ihr schon die Kulisse. Mega! Es gibt übrigens auch Parkplätze, allerdings kosten die 25 Euro. Und da, wo ich geparkt habe, das ist, glaube ich, Parkplatz 3 vom Wildsee, kostet das nur 6 Euro für 24 Stunden. Das sind jetzt hier die Faulen, die gar nicht laufen wollen. Für die, die gar nicht weit laufen wollen, gibt es natürlich hier auch ein kurz vor dem See gebautes Hotel. Ich finde es immer schade, wenn die Natur so verschandelt wird. Es sieht gut aus, aber es würde bestimmt besser aussehen, wenn das nicht wäre. Und so sieht die Area von oben aus. Das, was man sonst nicht sieht, seht ihr bei mir, diese Massen, die hier zum See wandern. So, so schön. Herzlich willkommen am Pragser Wildsee. Ich gehe jetzt einmal um den See drumherum.
Und jetzt wandere ich eine Runde drumherum. Aber es soll ab 16 Uhr Regen geben. Ich hoffe, dass ich das schaffe, bevor es anfängt. Übrigens kann man so eine leichten Tour bequem mit Barfußschuhe laufen. Also ich dachte nicht, dass es funktioniert, aber es läuft. Jetzt bin ich übrigens hier am Abfluss. Schaut mal, hier läuft das Wasser weg. Schaut doch mal, wie klar das Wasser ist. So genial. Das ist nochmal eine schöne Grafik. Hier war ich heute Morgen und dann bin ich irgendwo hier Serpentin gefahren. Und jetzt bin ich hier und stehe auf diesem Parkplatz. Ich nehme euch mal ein Stück mit um den See. Das ist so blau, da tun mir die Augen weh. Wahnsinn. Übrigens gibt es ja auch Kühe. Ich höre das die ganze Zeit schon. Und die wohnen hier drinnen irgendwo. Wahrscheinlich mit dem besten Panorama der Welt. Ja, gehen wir mal hier rein. So, jetzt bin ich genau am anderen Ende angekommen. Das ist praktisch der Berg, wo ich vorhin daneben stand und die so schön gespiegelt haben, das waren die. Und das sieht einfach so mega und einladend hier aus. Echt, ich wiederhole mich, aber da tun mir die Augen weh, so blau ist der See. Jetzt kommt übrigens Bauer Krause und schaut nach seinen Kühen. Aber nicht nur die Seite ist interessant, sondern auch die Seite. Schaut mal, alles voller Blaubeeren. Also, sind natürlich schon ab, weil vor mir irgendwelche verfressenen Touristen mir die geklaut haben. Aber sie wären da. Venna ist dort geparkt und ich bin hier in der Nähe von einem See, der direkt an den drei Zinnen ist. Die sind hier oben irgendwo, sieht man gerade nicht. Und der See heißt Lago di Misurina oder so ähnlich. Und da gehe ich jetzt noch hin. Ich bin da, ich drehe mal um, zeige euch mal. Also es ist schon ein bisschen gut besucht, aber trotzdem schön. Und da hinten, da sind die Berge in den Wolken versteckt. Herzlich willkommen am Lago di Misurina. Ich bin auf fast 1800 Metern Höhe. Es ist merklich frischer. Ich merke es deutlich. Und da sind schöne Gipfel. Und leider sieht man die drei Zinnen nicht. Die sind in den Wolken versteckt. Noch besser. Wieder eine Hammeraussicht. Es ist so schön hier. Ich habe es tatsächlich geschafft, hier mal einzukehren und habe mir hier so ein Dingens gegönnt und ein Cappuccino und sitze hier fast direkt am See. Richtig schön. So, ich stehe jetzt hier schon auf meinem Nachtparkplatz. Ich zeige euch mal die vordere Ansicht. Das sehe ich aus meiner Frontscheibe. Schön, oder? Eigentlich mag ich das hinten lieber. Aber ich habe mich so rumgestellt, weil ich notfalls morgen nach draußen frühstücken möchte und nicht mit meinem Frühstück auf dem Präsentierteller sitzen möchte. Ja, ich bin ein bisschen planlos. Heute sollte es schon richtig regnen hier. Es fiel kein Tropfen. Jetzt soll der, also beim Wetterbericht ist der Regen immer Stunde für Stunde nach hinten gewandert.
Jetzt soll der Regen nachts um eins kommen. Bis jetzt. Eigentlich war mein Plan, morgen zu den drei Sinnen zu wandern. Und jetzt mache ich einfach erstmal gar keinen Plan. Schau mal, ob es heute Nacht anfängt zu regnen oder morgen sind 100% Regenwahrscheinlichkeit. Ja, ich lasse mich überraschen. Wenn es regnet, zische ich hier ab, weil ich muss ja wieder nach Hause. Ich muss Freitagabend zu Hause sein, also übermorgen. Und wenn es nicht regnet, dann auf zu den drei Sinnen. Aber jetzt, wo ich schon mal hier bin, ist es echt ärgerlich. Naja, es kommt, wie es kommen soll. Man kann es nicht ändern. Ja, dann will ich mich erstmal verabschieden vom heutigen Video. Und wenn ihr sehen wollt, ob ich nun auf die drei Sinnen geklettert bin oder nicht, dann müsst ihr im nächsten Video schauen. Also haut rein, tschüss!